es stimmt schon. Mein Mann leitet eines der erfolgreichsten Unternehmen im Freestar Collective. Aber es würde auch noch besser gehen. Wenn du zu Weston willst, der ist hier irgendwo unterwegs oder in der Fabrik. Wenn es aber um das unsinnige Bierbrauen geht, dann geh bitte wieder. Das muss man nicht noch unterstützen. Oh, tut mir leid. Meine Nerven liegen blank. Es kommen und gehen so viele Leute. Weston, das ist mein Mann. Naja, er war noch nie ein Träumer oder Visionär. Er ist praktisch veranlagt, kann mit Zahlen und Tabellen umgehen. Sein Bruder Henry ist der Kreative, aber er hat offenbar kein Interesse daran, die Firma voranzutreiben. Er braut nur noch Bier. Filburn Agricultural Systems könnte die gesamten besiedelten Systeme mit Nahrung versorgen, nicht nur Aquila City. Aber den beiden reicht es, klein zu denken. Ich meine, du hast natürlich recht. Aber mit etwas mehr Fleiß könnten wir so viel Gutes tun. Aber du bist sicher nicht gekommen, um mich jammern zu hören. Mich zwischen Weston und seinen Bruder drängen? Das lassen sie nie zu. Ich habe schon vergeblich versucht, mit dem Zaunpfahl zu winken und Vorschläge zu machen. Ich will natürlich nicht undankbar klingen. Die Firma ist erfolgreich. Weston und ich leben gut. Ich möchte nur helfen, weißt du? Ich will das Gefühl haben, dazuzugehören, statt nur die zweite Geige zu spielen. Ich sollte einfach meinen Frieden mit meinem Schicksal machen. Naja, schon. Es ist immens wichtig. Die gesamten besiedelten Systeme könnten von IntelliWeed profitieren. Das ist doch sicher einige ruppigere Lösungen wert. Im Moment ist alles auf Aquilas Biome zugeschnitten. Weizen da wachsen zu lassen, wo er sonst nicht wächst. Aber wenn Henry sich reinhängt, wer weiß, wo wir IntelliWeed noch anbauen könnten. Henry ist zwar anstrengend, aber auch der klügste Mensch, den ich kenne. Erzähl ihm das aber nicht. Meine Familie würde natürlich profitieren, wenn wir IntelliWeed entwickeln. Da liegst du falsch. Es geht darum, was für alle wichtig ist. Henrys Baby hängt an der Marktwahrnehmung. Sein Bier ist nervigerweise richtig gut. Aber wenn wir eine Charge völlig ruinieren können, dann muss er vielleicht das Handtuch werfen, weil seine Marge so klein ist. Was? Oh Gott, nein. Es soll nur schlecht schmecken. Schal oder was Bier eben schlechter schmecken lässt. Die nächste große Charge Bier wird gerade in unserer Fabrik gebraut. Du musst nur in die Fabrik einbrechen, ohne erwischt zu werden, und das Bier irgendwie verderben. Dann warten wir ein oder zwei Tage und sehen, wie die Charge im Stone Root Inn ankommt. Ich bezahle dich auch großzügig. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Thank you.
tut mir leid. Wir fahren irgendwann. Du musst mal Philburns Bier probieren. Wenn ich mal Zeit habe. Wird hier gebraut und ist gar nicht... Neon? Die gehören ja kaum zum Freestar Collective. Kate, warte mal! Und? Wie ist Henrys neue Charge angekommen? Ich weiß, du magst Henry, aber... Was? Stimmt was nicht? Sam fand es irgendwie komisch. Extrem. Gladys hat gesagt, es schmeckt total okay und hat dann heimlich ihr Glas auf dem Boden ausgeleert. Nein, nein. Wir sollten Henrys Zeug lieber nicht mehr anbieten. Unsere Stammgäste bestellen auch seine alten Sachen nicht mehr. Ich gebe Henry Bescheid. Erst schuften, dann... In Tally Wheat ist Rip. Weston muss seinen Bruder dazu bringen, sich auf die Lebensmittelproduktion zu konzentrieren, statt Bier zu brauen. Ich würde das nicht zulassen. Mit Henrys Bier ist etwas passiert? Das ist ja schrecklich. Schlimm. Aber ich weiß darüber wirklich nichts. Hier ein paar Credits, weil du mich informiert hast. Und jetzt auf Nimmerwiedersehen.